Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute lese ich die Geschichte von Miss Kicher vor. Könnt ihr kichern und gleichzeitig Cornflakes essen? Miss Kicher konnte es. Kichert ihr, während ihr schlaft? Miss Kicher tat es. Könnt ihr beim Zähneputzen kichern? Miss Kicher schon. Sie war die größte Kicherliese auf der ganzen Welt. Und sie wohnte im Kichererbsenhäuschen. Aber eines schrecklichen Tages im letzten Sommer passierte etwas. Das werdet ihr nie erraten. Sie verlor ihr Kichern. Einfach so. Es war weg. Sie war noch kichernd aufgewacht, wie immer. Auf die Treppe war sie noch kichernd hinuntergegangen, wie immer. Und auch beim Frühstück kicherte sie die ganze Zeit, wie immer. Aber als sie im Wald um ihr Kichererbsenhäuschen herum ein wenig spazieren ging, merkte sie auf einmal, dass sie gar nicht kicherte. Sie blieb stehen. Das ist seltsam, dachte sie. Normalerweise hätte sie jetzt losgekichert, aber heute nicht. Sie versuchte es. Nichts geschah. Sie versuchte es noch einmal, aber es geschah wieder nichts. Oh Gott, dachte sie und fühlte sich sehr elend. Und während sie so ging, lief ihr eine kleine Träne die Wange hinunter. Sie begegnete Mr. Glücklich, der seinen täglichen Morgenspaziergang machte. »Hallo, Miss Kicher«, rief er lachend, »wie geht's denn heute?« Aber da bemerkte er ihr trauriges kleines Gesicht. »Was ist denn los?«, fragte er besorgt. »Du bist doch die fröhlichste Person, weit und breit.« Er hielt inne. »Na, außer mir natürlich«, setzte er schnell hinzu. »Ich habe mein Kichern verloren«, erklärte sie niedergeschlagen. »Du hast dein Kichern verloren?«, wiederholte er verblüfft. Mr. Glücklich kratzte sich am Kopf. Überlegte er. »Na, dann müssen wir es wiederfinden. So einfach ist das.« Miss Kichern nickte, aber es sah nicht besonders überzeugend aus. »Komm mit«, rief er, nahm sie bei der Hand und ging mit ihr zu Mr. Lustig. Mit niemandem kann man so viel lachen wie mit Mr. Lustig. Aber nichts half. Mr. Lustig versuchte es auf vielerlei Weise, so etwas wie ein Kichern, ein Grinsen oder auch nur ein leises Lachen hervorzurufen. Aber Miss Kicher reagierte einfach nicht. »Jetzt pass mal auf«, sagte Mr. Lustig. »Ich erzähle dir jetzt meinen allerneuesten Witz. Ich habe ihn selbst erfunden«, fügte er bescheiden hinzu. »Zum Brüllen!« Er konnte den Witz fast nicht zu Ende erzählen, weil er so lachen musste. Und als er schließlich fertig war, konnten sich er und Mr. Glücklich gar nicht mehr einkriegen vor Lachen. Aber Miss Kicher konnte nicht lachen. »Es hilft nichts«, seufzte sie. »Ich werde bis an mein Lebensende traurig bleiben, das weiß ich.« Sie überlegte kurz. »Und mein Name muss ich auch ändern«, schluchzte sie und brach erneut in Tränen aus. Eine große, dicke Träne. Oh je, Mimi. Mr. Glücklich ging mit ihr zu Mr. Umgekehrt, um ihn um Rat zu fragen. »Morgen, Guten«, rief Mr. Umgekehrt fröhlich. Aber dann sah er Miss Kichers trauriges Gesicht. »Los denn, ist was?«, fragte er. Er fängt nämlich bei den Sätzen immer von hinten an. Mr. Glücklich erzählte, was passiert war. »Gott, oh«, rief Mr. Umgekehrt. Dann überlegte er. »Doktor«, rief er, »Doktor zum Sie bringen wir.« »Das ist eine gute Idee«, sagte Mr. Glücklich, und sie gingen schnurstracks zum Doktor bald gesund. Mr. Glücklich berichtete dem Doktor über Miss Kicher und dass sie plötzlich ihr Kichern verloren hatte. Sagte der Doktor, »strecken Sie doch bitte mal die Zunge heraus.« Miss Kicher streckte ihre Zunge heraus. »Die sieht ganz normal aus«, befand der Doktor Waldgesund. »Mund auf, bitte!« Doktor Waldgesund spähte hinein. Sagte er wieder. »Sie haben recht. Ich kann weit und breit kein Kichern sehen.« »Tut mir sehr leid«, fügte er hinzu. »Aber ich kann nichts für Sie tun. Sie müssen einfach warten, bis Ihr Kichern wiederkommt.« »Ach, armes Kicher!« Mr. Glücklich brachte sie nach Hause und nicht einmal er sah jetzt noch fröhlich aus. Es war ein sehr trauriger Anblick. Findet ihr nicht auch?
Versuch doch einfach mal zu kichern, sagte er mit schwacher Hoffnung. Miss Kicher öffnete den Mund. Ahaha, begann sie schwermütig. Versuchte sie es trübselig. Ho, 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 murmelte sie traurig. Ach, es ging einfach nicht, überhaupt nicht. Och, es tut mir so leid, dass ich dir nicht helfen kann, sagte Mr. Glücklich, als sie beim Kichererbsenhäuschen angekommen waren. Und nachdem Miss Kicher bedrückt hinter ihrer Tür verschwunden war, ging er auch nach Hause, um nachzudenken. Die Idee kam ihm beim Mittagessen. Er rieb sich vor Freude die Hände, lachte er in sich hinein. Und am Nachmittag klopfte er an die Tür des Kichererbsenhäuschens. Wer ist da? Fragte eine traurige kleine Stimme. Ich bin's, rief Mr. Glücklich. Ich habe ein Geschenk für dich. Miss Kicher, die erbarmenswert aussah, öffnete die Tür. Bitte sehr, sagte Mr. Glücklich und überreichte ihr eine große Schachtel. Auf der Schachtel stand in Großbuchstaben Einkichern, mittlere Größe, aufrecht stellen, nicht werfen. Miss Kicher blickte verwundert auf die Schachtel. Was ist das? Fragte sie. Da steht doch drauf, was es ist, erwiderte Mr. Glücklich fröhlich. Du hast dein Kichern verloren und ich habe dir ein neues besorgt. Dieses Kichern hat mich übrigens einen Haufen Geld gekostet, fügte er hinzu. Miss Kicher öffnete die Schachtel. Aber da ist ja gar nichts drin, rief sie. Natürlich nicht, sagte Mr. Glücklich. Ja, Kichern ist immer unsichtbar. Aber das ist ja absolut lächerlich, fand Miss Kicher. Ist es das, fragte Mr. Glücklich und konnte nur mit Mühe ein glucksendes Lachen zurückhalten. Ja, das ist es, sagte sie. Und sie kicherte. Sie kicherte. Also, wenn euch die Geschichte gefallen hat und ihr Lust habt, vielleicht auch ein Bild von Miss Kicher oder einer der anderen Geschichten zu malen, dann könnt ihr das tun und das ans Junge Theater schicken oder auch ein Foto machen und es per Mail schicken. Tschüss!